BMW ist einer der innovativsten deutschen Autohersteller, wenn es um Elektromobilität geht. Was mit dem Sportwagen i8 und dem Stadtflitzer i3 begann, wird konsequent mit weiteren Hybridmodellen ergänzt. Eines dieser Modelle ist unser BMW 225 XE Active Tourer hier. Es ist ein Plug-in-Hybrid, der einen Elektromotor mit einem Benzinmotor kombiniert und den man auch an der Steckdose aufladen kann. Der Dreizylinder Twin Power Turbo Benziner mit 1,5 Liter Hubraum leistet 136 PS und ein maximales Drehmoment von 220 Newtonmetern. Über eine Sechsgangautomatik wird die Kraft auf die Vorderräder übertragen. An der Hinterachse wiederum sitzt ein 88 PS starker Elektromotor. Zusammen entsteht so eine beachtliche Systemleistung von 224 PS, die auf allen Vieren übertragen wird. Sind die Akkus vollgeladen, kann man nach unseren Messungen etwa 25 bis 35 Kilometer rein elektrisch fahren. Von außen sieht man dem 225 XE kaum an, dass zwei Herzen in seiner Brust schlagen. Nur die kleine Klappe im vorderen Kotflügel entlarvt den Active Tourer als Plug-in-Hybrid. Saft bekommt der elektrisierte Bayer entweder aus der Ladesäule, aus der BMW i-Wallbox oder aus der Haushaltssteckdose. Mit letzterer ist der Akku nach 3¼ Stunden wieder voll. Die beiden Aggregate im 225 XE harmonieren beeindruckend gut miteinander, auch die Sechsgangautomatik passt. Das Energiemanagement des Wagens regelt eigenständig zwischen den Antrieben hin und her oder kombiniert beide, je nach Kraftbedarf oder Ladezustand des Akkus. Man merkt kaum, wenn sich der Verbrennungsmotor zuschaltet. Auch auf dem ADAC-Ausweichparcours überzeugt uns der 225 XE. Sicher steuert er um das Hindernis. Die ESP-Eingriffe sind effektiv und tragen zum unproblematischen Fahrverhalten bei. Der 2er Active Tourer ist auch als Plug-in-Hybrid ein sehr vielseitiges und geräumiges Auto. Vor allem für Familien ist er so interessant. In den Fond passen zwar nur zwei Kindersitze, dafür haben im Kofferraum zwischen 360 und 640 Liter Platz. Die Verarbeitung ist BMW-typisch auf hohem Niveau. Das Navigationssystem gibt es serienmäßig, die sehr gute Smartphone-Anbindung lässt sich BMW dann aber extra bezahlen. Eingeschränkt wird man hingegen bei der Rundumsicht, hier stören die breiten C-Säulen. BMW gibt einen Durchschnittsverbrauch von 2,1 Liter Super auf 100 Kilometer an, zuzüglich 11,9 Kilowattstunden Strom. Ein rein theoretischer Wert. Wir haben im ADAC Eco-Test einen durchschnittlichen Wert von 6,3 Liter Super und 4,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gemessen, wenn man mit voller Batterie startet. Daraus ergibt sich eine CO2-Bilanz von 197 Gramm pro Kilometer. Die Verbräuche von Strom und Benzin hängen aber sehr stark vom Nutzungsverhalten ab. Nutzt man den 225 XE nur als Hybrid ohne Nachladen, steigt der Verbrauch über 7 Liter pro 100 Kilometer. Die Abgase sind vor allem durch Partikel belastet, was wertvolle Punkte kostet. So reicht es am Ende nur für 2 von 5 Sternen im ADAC Eco-Test. Besonders beeindruckt hat uns beim 225 XE Active Tourer das geschliffene Zusammenspiel der beiden Antriebe. Das kann man vom Kraftstoff- und Energieverbrauch nicht ganz behaupten. Denn wenn man den Plug-in-Hybriden nicht regelmäßig voll auflädt, dann muss man mit einem Benzinverbrauch in etwa auf dem Niveau des reinen Benziners rechnen. Dann schlägt nämlich das hohe Leergewicht von 1750 Kilogramm voll zu. Man sollte sich also gut überlegen, wie man den Plug-in-Hybriden sinnvoll einsetzen kann. Am Kaufpreis sollte es nicht liegen, denn BMW bietet den Teilzeitstromer sogar günstiger an, trotz Mehrausstattung, als den reinen Benziner 225i xDrive.